Jo Leute, willkommen zum neuen Video vom Kanal. Heute kommt ein Video, was ich einfach aus dem Grund mache, weil es ein Problem gibt beim Quad. Erstmal ist dieses Quad ja überall dreckig, wo es dreckig sein kann. Und der Motor läuft nicht richtig. Der Ausschalter geht nicht. Viele Sachen funktionieren nicht so, wie sie gehen sollen. Und deswegen werde ich dieses Quad einfach mal komplett zerlegen. Und wir zusammen und in diesem Teil werde ich es einfach nur zerlegen und im nächsten Teil, der dann irgendwann die Tage kommt, werde ich es dann wieder zusammenbauen, wenn eben alle Teile dann geputzt sind und ja, verbessert sind. So, und ich würde sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Wir fangen einfach damit an, dass wir die Räder abschrauben. Ich würde sagen, los geht's. So, da bin ich wieder. Die Räder sind jetzt ab. So, als nächstes machen wir die Verkleidung und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. So Leute, jetzt sind alle Schrauben raus. Geht aber noch nicht ab, weil der Tankdeckel noch drauf ist. Der muss nämlich ab, wenn man das abmachen will. Da haben wir den und ja, das nächste machen wir einfach mal so, Kleidung ab. So. Jo Leute, willkommen zu der Fortsetzung zum ersten Teil, immer noch zur Restaurierung vom Quad. Ich habe wirklich alle Teile abgebaut. Ja, ich habe das schon grundiert jetzt hier. Deswegen ist es auch schon so leicht grau. Ich hoffe mal, dass das jetzt einigermaßen trocken, aber doch, das fühlt sich ganz gut an. Und jetzt kommt die Farbe drauf. Ich will das schwarz lackieren, weil ich finde einfach schwarz ist eine coole Farbe. Leute, ich bin jetzt eigentlich fertig mit dem Rahmen und jetzt lackiere ich noch den Lenker, da braucht ihr jetzt aber nicht mehr zuschauen. So interessant ist das nun auch wieder nicht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Und ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, ciao Leute.